kann man dann für ein paar Minuten fliegen. Das Modell ist ausgerüstet mit 20 Rädern, 10 davon haben wir angebremst. Und der Herr Jörg ist der Besitzer von dem Flugzeug. Und es ist so, der Peter Michel hat das Flugzeug gebaut. Ich habe lange mit dem Peter schon ein paar Mal geredet. Unglaublich spannend, wie er zu diesen Unterlagen gekommen ist, wie er so einen Flieger überhaupt konstruieren kann. Original Modell A380 in der Größe von Peter ist vorher schon als Original. Als Original abgesehen, Flughafen Zürich, sind wir genau um 12 Uhr starten der jeweils von der Etihad. Das ist eine riesige Maschine mit rund 500 Sitzplätzen. Das Modell knapp 5 Meter und das Originale rund 80 Meter Spannweite. Wir haben hier 70 Kilo und im Original rund Maximum knapp 600 Tonnen. Wer hat rechts und rechts, auf den Flügel. Wunderbar! Ich habe ein bisschen geredet mit ihm, es ist nicht sein Flugzeug. Also, wenn man einen anderen Flüger natürlich fliegt, der so jemand so lange gebaut hat, ist man natürlich noch ein bisschen mehr nervös und noch mehr natürlich auf Sicherheit bedacht. Die Idee der heutigen Flugzeuge ist natürlich, möglichst schnell und möglichst kostengünstig von A nach B zu bringen. Sehr einfach, es ist ja einfacher. Ein Flugticket online lösen als Postautobillett. Ein Indiz für den Verbrauch ist heute, wie viel Liter Kerosin braucht pro 100 km pro Passagier. Also wie ein Auto mit einer Person drin. Und das ist dort nach wenig, ist es gar nicht so. Man braucht dort in einer ähnlichen Lufthansa und Swiss irgendwo einen Durchschnitt von um die 3 Liter. Pro Person pro 100 km. Also wenn Sie von hier Kuba an Retour fliegen, können Sie damit auch natürlich vor einem Jahr lang ein kleines Auto betreiben. Der Kerosinpreis liegt je nach Land, der ist natürlich steuerfrei, sonst wäre es nicht möglich, so günstig zu fliegen, irgendwo rund an einem Dollar. Wenn wir jetzt wir als Modellbauer Kerosin kaufen wollen, wie wir da sind, dann zahlen wir 2,80 Franken pro Liter. Um irgendwo hinzufliegen, wenn Sie da gewisse andere Reisekosten können einsparen. Er hat das Fahrrad wieder ausgefahren und verabschiedet sich. Wir haben jetzt etwa 8 Liter Kerosin verbrannt.
und hat jetzt vielleicht noch Zeit für zwei, drei Runden und dann sind dann langsam zu Ende. Michael Reuer ist ein erfahrener Pilot, er fliegt auch DOX, er hat auch Concorde bei uns vorgeflogen. Und ich bin überzeugt, dass das perfekt wird, die Landung. Und schön in Stuttgart, tritt er rein, wir haben nahezu windstill, bessere Vorlage gibt es gar nicht. Und trotzdem der Triebwerkschub wunderbar. Herzlichen Applaus! Sehr schön.